Wenn nicht Gonzon und Kilo gegen den Bomber angetreten wäre, wie wäre dieser Kampf ausgegangen? Das werden wir heute thematisieren. Ich habe schon ein Video zu Gon und dem Bomber gemacht, das findest du oben in der Infokarte, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es ab. Um das vorne wegzunehmen, wir thematisieren hier jetzt nur den Kampf, also nicht die Falle, um dann den Bomber in die Fallgrube zu locken. Denn ansonsten ist es eigentlich ziemlich klar, wie es ausgehen würde. Er würde sich strikt nach dem Plan halten, also nicht wie Gon, und würde den Bomber in die Grube locken und könnte ihn dann am Ende den überraschenden Angriff versetzen. Damit würde ich sagen, let's go! Falls ihr neu auf diesem Kanal gestoßen seid, dann lasst ein Abo da, dass ihr auch keine Hunter x Hunter Videos mehr verpasst. Alles geschieht wie in der Serie, wie wir es kennen, nur der Unterschied, dass jetzt Killua und nicht Gon dem Bomber gegenübertritt. Auch hier dürfen wir nicht vergessen, dass Killuas Nennfähigkeit immer noch in den Kinderschuhen steckt, denn er ist noch in der Entwicklungsphase und hat erst jetzt wirklich verstanden, wie das Nen funktioniert. Und er weiß über die fürchterliche Fähigkeit des Bombers Bescheid. Hier wird der Kampf auch ganz anders ablaufen als bei Gon, denn der Bomber und Killua haben ähnliche Denkweisen, kämpfen mit Köpfchen und nutzen ihren strategischen Vorteil. Killua erkennt sofort, dass die Größe der Aura des Bombers seine weit übersteigen. Also er weiß, dass er den Kampf schnell beenden muss. Er entscheidet sich dafür, aus der Distanz anzugreifen, da er weiß, dass ein Nahkampf viel zu gefährlich wäre und dass eine einzige Berührung reicht, dass ihm das Leben kosten könnte. Er fährt alles auf, seine Assassinenfähigkeit, seine Elektrizität, doch alles ohne Erfolg. Denn wir haben es gesehen, beim Kumpel vom Bomber hat auch die Elektrizität genutzt und es hat ihm nicht wirklich was gemacht. Und da der Bomber mit ziemlicher Sicherheit stärker ist, hat das natürlich auch nicht funktioniert. Und die Verteidigung des Bombers ist einfach zurzeit undurchdringlich. Und Gendrun macht es ihm einfach nicht leicht, da er immer wieder die Nähe sucht, da er ihn in einem Nahkampf verwickeln will. Killua ist in der Defensive und sucht immer erneut Distanz. Und er kommt immer mehr in eine Stresssituation, da ihm langsam die Möglichkeiten ausgehen. Seine einzige Möglichkeit, die ihm jetzt direkt noch in den Sinn kommt, sind seine Jojos. Und er kann tatsächlich die Verteidigung von Gendrun durchdringen und kann ihn zwei Treffer verpassen. Der Bomber war kurz überrascht, aber hatte sich wieder schnell gefangen und an die Situation gewöhnt und konnte somit die Verteidigung wieder aufrechterhalten. Das heißt, der Überraschungseffekt mit den Jojos ist jetzt auch flöten gegangen. Killua versucht einen erneuten Versuch, doch auch das geht jetzt leid in die Hose. Er kommt mit dem Jojos nun nicht mehr durch seine Verteidigung durch. Und er wird immer erschöpfter, sein Körper und seine Energie gehen langsam dem Ende zu. Und bei Gendrun kann er noch keine Müdigkeit erkennen. Und er hat immer mehr Mühe, die Distanz aufrechtzuerhalten. Aber dann kommt ihm das in den Sinn, was sein Bruder ihn jahrelang eingetrichtert hat. Wenn die Siegeschancen nicht wahnsinnig gut stehen, dann lauf weg. Und er sieht in diesem Augenblick keine andere Möglichkeit. Doch dank seiner Assassinenausbildung kann er das Gelände perfekt nutzen und den Rückzug so koordinieren, dass ihm der Bomber nicht mehr verfolgen kann und somit konnte er um Haaresbreite entkommen. Szenario 2. Gleiche Ausgangslage, er hat alles Mögliche versucht, um die Verteidigung des Bombers zu durchdringen, um ihn irgendwie zu verletzen. Ohne Erfolg. Und auch sein Körper und seine Erschöpfung machen sich bemerkbar. Aber anders als hier, dass er sich hier zurückzieht, versucht er verzweifelt sich eine Strategie auszudenken, um doch noch als Sieger hervorzugehen. Und dieser eine Moment der Unaufmerksamkeit nutzt der Bomber schamlos aus und plötzlich, aus dem Nichts, steht der Bomber vor Killua und greift zielgerichtet die Halsregion an. Und Killua weiß, wenn dieser Angriff erfolgreich ist, ist das sein Tod.
Er kann noch in letzter Sekunde seinen Arm dazwischen werfen und dann ein lauter Knall und eine Explosion. Killua ist am Boden, aber er lebt noch. Aber genau wie bei Gon damals ist die Hälfte seines Arms futsch. Doch irgendetwas mit Killua stimmt nicht. Sein Gehirn ist völlig ausgeschaltet, keine Überlegungen mehr, wie er den Kampf gewinnen könnte, nur reine Emotion. Und auch der Schmerz durch die extreme Wunde kann er nicht spüren durch den Schockmoment. Doch sein Blut kocht. Das ganze Adrenalin durchströmt seinen Körper. Er weiß selber nicht, was mit ihm los ist, aber er spürt eine unglaubliche Kraft und Willensstärke. Sein ganzer Körper ist einfach mit Emotion gefüllt und er hat nur noch ein Ziel. Mit einem stechenden Blick starrt er direkt in die Augen des Bombers, sagt nur eins mit einer willensstarken Stimme. Dafür wirst du bezahlen! Und für all diejenigen, die du getötet hast! Die Stimmung wurde ganz düster. Und mit einem Satz läuft er direkt zum Bomber mit einer irren Geschwindigkeit. Der Bomber zwar kurz überrascht, dass er sich überhaupt noch bewegen kann, meint dann aber auch nur so herabfallend, du wirst meine Verteidigung nie durchdringen. Er merkt, dass Killua ziemlich zielgerichtet auf seinen Brustbereich drauf losstürmt. Und somit geht er in Verteidigungsstellung. Jetzt, wo Killua direkt vor dem Bomber steht, passiert das Unwahrscheinliche. Killua macht einen Satz nach oben und springt in die Luft. Mit seiner messerscharfen Hand schlitzt er blitzschnell die Kehle des Bombers durch. Der Bomber wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht und konnte das Ganze nicht begreifen und versuchte, das noch zu realisieren, was hier genau passiert. Doch schon nun nach wenigen Sekunden ist es zu spät. Die Wunde ist zu tief und ist tot und besiegt. So, jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr, welche Theorie er zutreffen würde? Ich persönlich denke, dass erstes wahrscheinlicher wäre. Wenn ihr auch eine Theorie auf Lager habt zu diesem Thema, dann haut es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, ob Krollo es mit Neferpit aufnehmen könnte, dann checkt dieses Power-Level ab, ist oben rechts in der Infokarte verlinkt, sowie im Abspann. Damit würde ich sagen, wir sehen uns, wenn es wieder heißt, hier auf diesem Kanal ein neues Hunter-Hunter-Video zu bringen. Haut rein, Leute, euer Meruem Boy. Ciao.